So, guten Morgen zusammen. Neuer Tag, neuer Shop, gewohntes Bild. Außer bei mir unten, ihr seht, null Abonnenten. Ist aber nur ein Anzeige-Bug. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Wir sind jetzt bei 421 Abonnenten. Erstmal Gruß geht da raus an alle, die schon abonniert haben. Natürlich könntest du gerne auch abonnieren, würde mir natürlich sehr helfen und würde dir selbst auch helfen, weil wie gesagt, unten der Code, der da steht, alle 10 Abonnenten kommt da eine Zahl hinzu. Heißt, es fehlen jetzt noch 9 Abonnenten für die nächste Zahl und dann halt wieder 10 und 10 und 10. Wenn du aber mehr erfahren willst, wie das mit dem Code da unten genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. Und den letzten Code hat nämlich der Marcel Schießwald gewonnen. Also so heißt sein YouTube-Kanal. Ich denke mal, ganz normaler Name. Macht auf YouTube nichts, aber ist halt mit einem normalen Namen angemeldet. Gruß gehen da an der Stelle auch nochmal raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Und was sehen wir? Den Heumann. Den kenne ich eigentlich auch nur im Spiel, glaube ich, glaube ich. Oder doch, mit dem Skin hat mal irgendeiner Vogelscheuche gespielt, das weiß ich noch. Wo man einfach rumspielt. Ich glaube, es war sogar Standard-Skill. So, da haben wir dazu natürlich passende Rückenaccessoire. Aber den gibt es doch, glaube ich, noch mal in Rot, oder? In Rot gibt es den doch, glaube ich, auch, nicht nur in Lila. So, dann haben wir die weibliche Variante. Ach, die ist sogar. Ich meine, die ist bei den Trading-Karten, ist die sogar legendär. Bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. So, passende Rückenaccessoire. Also wenn ich hier die Wahl habe zwischen männlich und weiblich, würde ich persönlich mich eher für die weibliche Variante entscheiden. Ganz ehrlich, also. Oder was meint ihr? Weiblich oder männlich? Ich weiß nicht, weiblich ist ein bisschen anders. Anders, aber irgendwie besser. So, was haben wir noch? Dann haben wir den Fellschnitter. Man könnte es auch einfach Sense nennen. Aber nein, ein Fellschnitter. So, dazu der passende Kleider. Der ist mal irgendwie nice. Ja, von oben unten kann ich ihn nicht drehen. Warte, nochmal einmal aufgehen lassen. Ah, gesehen habe ich ihn, glaube ich, gefühlt noch nie. So, ist aber Phantom des Feldes. Also sieht echt nicht schlecht aus. Erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter, diese Schattendinger, die da rumgeflogen sind. So, was haben wir denn noch im Shop? Ewiger Nullpunkt. Die hatten wir aber schon mal jetzt. So, noch gar nicht so lange her. Wir gucken mal gerade, wie es auf den anderen Waffen aussieht. Ja. So, ach, den kennen wir ja. Den habe ich ja schon selber. Schön, dass er wieder im Shop ist. Ich sage, der Skin hat mich damals schon so fasziniert. Ich finde ihn auch immer noch schön. Also ist nicht, wo ich irgendwie sagen muss, ah, den will ich wieder zurückgeben. Der hat irgendwie was. So, dazu die passende Spitzhacke. So, die Tarnung haben wir schon. Ja, dann das Sohnwurst-Paket, was ich ja wieder zurückgegeben habe. Weil es hat mich dann irgendwie doch nicht so richtig gepackt. Ich meine, der Skin an sich ist nicht schlecht, aber dann wollte ich auch die rote Ritterin haben. Aber ich dachte, komm, gib wieder zurück. Fertig. Wie das halt so ist. Wie gesagt, die Aufgaben, die ihr findet, das sind halt ganz normale Zone-Wars-Aufgaben, wo ihr auch die normalen Aufgaben schon habt. Also ich habe die halt beides zusammen gemacht. Keine Ahnung, heile die 500 Konditionen hoch und so weiter. Also es sind nicht irgendwelche Spezialaufgaben, sondern einfach nur für die verschiedenen Stilrichtungen freizuschalten sind. Also keine separaten Aufgaben in dem Sinne. Es sind einfach Aufgaben, die wir in anderen Hauptaufgaben auch schon mit hatten. Also weil die immer schreiben, ja, es sind neue Aufgaben oder Herausforderungen, aber es sind im Prinzip genau dieselben. Man kriegt dann quasi beides freigeschaltet. Dann haben wir im Shop noch den Rebell.
Den kenne ich aber auch schon aus meiner Aufnahmezeit. Aber der ist auch schon alt, meine ich. So, bevor ich mich hier wieder verklick, gehen wir so hin. Ich sag ja, so sieht der schon irgendwie geil aus. Aber der Kopf ist halt dann zu groß. Also müsste man eigentlich so spielen. Der typische Aufreißer-Typ aus Frankfurt. Man kennt ihn. So, dazu natürlich passende Rückenaccessoire. Baseballschläger in meinen Augen ein bisschen groß geraten. Weil wenn ihr so guckt, sieht schon ein bisschen komisch aus. Der müsste halt... Ja, der Baseballschläger Kopf müsste quasi mit der Tasche abschließen, aber so komisch, dann hängt ihm das Ding bald im Arsch drin. Na, ja, das ist mein Rückenaccessoire, was mir nicht ganz so gefällt. So, dann haben wir noch die Tarnung Nullpunktstrahlen. Oh, schlicht und einfach, hätten sie auch einfach weiß machen können, weil mehr wirst du im Spiel eh nicht davon sehen. Die kommt eigentlich nur weiß rüber. So, dann haben wir Emote Erderschütterer. Ohne Ton. So, dann haben wir noch Fingerpistolen. Oh ja. Dann haben wir noch das Rückenaccessoire Rissbrocken. Passt zwar jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht, weil irgendwie ist doch noch nicht mal ein Skin dafür da. Wussten sie gerade nicht, was sie da reinmachen sollen? Komisch. Dann haben wir noch die Expertin, die hatten wir aber auch letztens erst. Mit dem schönen, in Anführungszeichen, Apple-Rucksack. Beziehungsweise Lama-Rucksack. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit dem Shop für heute. Nichts Besonderes drin in meinen Augen. Dann nochmal kurz, wie ihr seht, Aufgaben, alles erledigt. Ihr wisst ja inzwischen, der Battle... Ach doch, die Season 11 wurde ein Tick verschoben um eine Woche. Ich vermute mal, dass es halt jetzt wirklich erst losgeht in 9 Tagen, 13 Stunden und 24 Minuten. Weil dann haben wir... Heute haben wir Freitag... Dann müsste es, ja, auf Montag müsste es dann zutreffen, oder? Ne, Sonntag. Sonntag 20 Uhr. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, hier die 9 Tagesaufgaben werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wenn irgendwas reinkommt, aber ich schätze mal, das hier bleibt ja auch noch 3 Tage und 8 Stunden da. Vielleicht machen sie ein kurzes Event rein. Geplant ist hier irgendwas. So mit Zeitreise, bla bla bla. Aber ihr werdet natürlich direkt von mir die ersten Aufgaben erhalten, wenn sie da sind und ich natürlich nicht gerade arbeiten bin. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, an die alten Hasen, Like da lassen, schreibt gerne was in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und denkt dran, gebt nicht so viel Geld aus. Haut rein.